kommen zur fünften, I think fünften Folge von Forza Horizon 3. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo hat dieses Auto her? Ganz einfach, habe letztes Mal die Folge beendet, indem ich ja das Festivalgebiet hier eröffnet habe. Aber da habe ich halt dann nicht mehr aufgenommen, wo ich dann mich für ein Auto entscheiden musste. Das glaube ich, es war der Arnold Nomad, den ich jetzt hier habe. Und dann noch zwei, keine Ahnung, also viel so Buggies. Da musste ich mich halt für einen entscheiden. Habe ich leider nicht mehr aufgenommen. Egal, würde ich sagen. Wir schauen mal, was wir ja auf der Karte haben. Da ist noch ein Drift, bla, okay. Unentdeckte Strecke. Da unten ist noch so ein, da hinten ist noch so ein, da hole ich mir aber ein anderes Auto mal noch. Also da fahren wir jetzt erstmal hin. Ja, da fahren wir erstmal hin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, machen wir. Machen wir doch. In 200 Metern rechts halten. Es regnet hier schon wieder im Outback. Das ist ja unnormal. Rechts halten. Ah, alles okay. Hier runter. Das Geländefahren ist echt geil, muss ich sagen. Der Straße fahren. Das ist nur was für Langweiler. Flughafen Redstone. Redstone Deck. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Veranstaltung einrichten. Fernrennen. Hallo Marcel. Freut mich, dass du mit deinen Freunden die Rennen wirklich genießt. Aber das hier ist dein Festival. Ja. Wir machen, was du sagst. Reden wir über die Horizon Blaupausen. Okay. Mit einer Blaupause entscheidest du, wo, wie und wie schnell die Sache abläuft. Du legst die Rennbedingungen, Anzahl der Runden und Autokonfigurationen fest und absolvierst dann mit deinen Freunden Veranstaltungen nach deinen Vorstellungen. Alles klar. Jedes Thema beinhaltet eine für die Veranstaltung ausgewählte Gruppe von Autos. Du willst klassische Rallye-Wagen fahren? Chevrolets? Italienische Marken? Sieh dich um, vielleicht gefällt dir was davon. Alles klar, werde ich machen. Anything goes. Ja, dann machen wir Offroad-Buggies am besten. Rennstellen. Hier kannst du das Wetter, die Tageszeit oder die Anzahl der Runden bei Rundstreckenrennen einstellen. Ja, komm. Jetzt gib deiner Veranstaltung einen Namen. Das ist natürlich gut für die PR, aber das hat noch einen anderen Grund. Jedes Meisterwerk braucht einen Namen. Blaupause erstellen. Jetzt wähle den Eventflyer und es kann losgehen. Das werde ich gern. Danke, das will ich jetzt gern fahren. Ariel Numan. 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 Heißt der. Driver-Tare werden synchronisiert. Ah, das sind die anderen da. Die anderen. Rennveranstaltung dann. Ah, dieser Buggy da. Oh. Schau mal, was das Rennen so bringt. Bringt, ja. Wow, 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 wow. Ach du Scheiße. Zurück, das war scheiße. Ist ja richtig bad. Noch so eins zurück. Keine Ahnung, warum ich da so komisch weggedriftet bin. Ja. Wow, hat richtig viel gebracht. Wow! Warum schwimmt der auf einmal so, Alter?
Alter, wieso schwimmt der so? Ich glaube, wir haben ein Wildspin freigeschaltet. Oder nee, Fähigkeiten-Punkt-Ding. Heißt es, glaube ich. Zack. Alter. Komm jetzt, ein bisschen aufholen, Mann. Ich muss gewinnen. Ah jetzt, mit deinem scheiß Ariel, nimm keine Ahnung, Buggy. Ich hab einen Ariel, Mann. Ich bin krass, Junge. Es macht so Spaß. Hier einmal rum nochmal. Wow. Hier schon mal Fünfter. Wow. Was ist denn hier los, Alter? Wieso schwimmt denn der so? Oh, nochmal. Der Sechster, weil der Lappen sehr geholt hat. Komm jetzt, Gas! Leck! Hier kommt schon rechts vorbei. Hier, oh! War nicht gut. Komm. Shit. Eins wird schwierig einzuholen. Ja, wenigstens Zweiter. Ist da immerhin schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Zweiter geworden. Kann man machen. Bisschen EP gibt's auch. Und Fans gibt's auch ganz gut. Was wir jetzt noch haben. Da oben, das ist noch ein P-Tafel und da oben ist so ein Driver Tower. Da fahren wir mal mit dem anderen Auto hin. Ich schau mal, vielleicht hab ich ja ein. Ich kann mir schon ein geiles Auto mal kaufen. In 100 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links wer biegt schon links ab? Mit einem Ariel Nomad. Alter. Ist ja der krass, du. Say my name. Oh. Ich fahr doch nicht, du. Was denken denn die, du? Route wird neu berechnet. Brauchst nichts neu berechnen. Wow. Gut, immer noch soll er vielleicht doch über die Straßen ins Horizon. Ding reinfahren ins Festival. Ganz vielleicht. Nein, du fährst mir nicht hinterher, oder? Doch. Nee, doch, er fährt mir hinterher.
Alles klar, mein Handy klingelt. Ja, und einmal hier. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, schau mich halt komplett um, du Missgeburt. Ich kauf mir ein neues Auto. Wo steht, wo? Warte mal, Automesse. Bin zu dumm. Alle Anzeigen. Aber 695 B Posto. Die 500 SSS. Eine kleine. Geh mal ein bisschen durch hier. Ob irgendwas. Guck, das war Alumicraft, genau. Boah. Das ist ein Martin GT12. Auch ein richtig geiles Auto. R8, neue. Und der alte noch. Hier auch richtig geil. S4 Wand. S5. Alter, boah, Audi Sport Quattro S1. Richtig geil. Bug Mono, ja, auch geil. BMW hier, M2, M6, M5, 1er, Z4, X5, M3. Richtig, boah. Hier M3. Alter, M3 auch richtig geil. Auch geil. Oh, die Isetta. Richtig geiles Auto. Bugatti Veyron. Was hier? Cadillac SCS, STS, ne, CTS. Ja, auch geil. Boah, Camaro Supersport. Z28. Auch geil. Boah, Hellcat. Abnormal geil, Digga. Boah. Auch richtig geil. Könnt so viele sagen, die geil sind. Ja, Fiat. Ah, ja klar, Fiat. Ford. GT 17er, 16er, Falcon. Auch richtig geil. Falcon. Ah, Transit, super Sport Van, Alter, der schaut dabei. Ich einfach mal so ein bisschen durch. Geben sie Honda. Oh, Lamborghini. ATM. Ah, KTM, genau. Und ja, Land Rover, Lexus. Also Audi Mazda, Mercedes AMG gibt's, ne? AMG C63 S Coupé, oh, boah, heftig geil. E-Klasse, AMG Lexus 103, ja, 143.000. Okay. Das hat nur so wenig kostet. Alter. Auch richtig geil. Mercury MG Mini Chunko Works. Mein absolutes Traumauto. Absolutes Traumauto, Alter. Auch richtig geil, 370Z. Weißt, wisst ihr was? Ich glaube, den hole ich mir mal. Den 370Z. Den finde ich nämlich richtig geil. Was das schon gibt. Echt eine Nismo-Lackierung oder so. Nissan Nismo. Die typische Nismo-Lackierung. Ja, okay, alles klar. Sieht schon gar nicht schlecht aus. Ein bisschen Breitbau hier. Nicht so geil. Ja, dann machen wir mal. Das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Ja, das kaufen wir mal. Finde ich ganz cool, kaufen wir mal. 370Z, jetzt gucken wir mal, was wir aus dem noch rausholen können. Vielleicht machen wir mal einen Motorswap oder so. Den will ich mal richtig die Kante geben, Alter. Und da fahren wir halt da oben zu dem
zu dem Ding. Privatar. Richtig geil. Finde ich richtig, richtig, richtig geil. Auch ein Auto, wo ich sage, ja, würde ich mir unter Umständen auch kaufen. Fuhrpark. Upgrade. Gibt's keine Karosserie. Zack, Umbauten. Wir können Motor wechseln. Was können wir denn für einen Motor reinbauen? 6 Liter, 2,6 TT. Und 2,6 Liter V8. Nee, machen wir nicht. Wir könnten aber zum Beispiel Turbo reinmachen. Wir machen mal Twin Turbo rein. Ja, nein, ist es nicht übertrieben. Ah. Wir tun den mal jetzt ein bisschen. So, Aerodynamik und Optik. Schauen wir mal, was wir da haben. Da haben wir sogar was. Hoffe ich Nismo. Jawohl, die Nismo-Teile gibt es. Die sehen natürlich abnormal geil aus. Jawohl, jawohl. Wird genommen. Nismo-Teile, absolut geil. Finde ich tatsächlich geiler. Da muss ich sagen, das gefällt mir auch besser. Also das zweite Nismo Pack quasi. Soll. Mein Handy hat gerade wieder. Was ist denn schon wieder los? Alles klar. So. Wir gehen jetzt mal ein bisschen alle. Egal. Er muss natürlich auch ein bisschen mehr Bums haben, quasi. Weil er ja ein Nismo ist. Ja, warst du. Er ist schon ein Nismo. Ja. Also, ich weiß immer noch nicht, warum der Shop rumleckt. Ich habe immer noch nicht geguckt. Weil ich glaube, ich einfach zu faul bin. Ich habe letztes in der letzten Folge gesagt. Ah, bis zur nächsten Folge gucke ich nach. Ja, gucke ich nach. Easy. Ja, scheiße, du. Ja, schauen wir mal, ob es irgendwelche geilen Felgen gibt. Gibt es irgendwelche geilen Felgen? Oh, die sieht halt schon geil aus. Ein bisschen größer. Die nehmen wir, Alter. Die sind halt direkt geil aus. Gleich mal die, glaube ich, die 5. Folgen oder so. Die können wir sogar noch größer machen. Ja, 20 Zoll. 21 Zoll sieht auch. Naja, 20. 21 Zoll ist übertrieben. 20 Zoll ist in Ordnung. So. Ja, ich gebe jetzt ein bisschen Geld aus, aber es muss sein, Leute. Antrieb. Kupplung. Getriebe will ich aber machen. Vielleicht kriegt ihr jetzt noch mehr Leistung. So. Antriebswelle, Differential machen wir nochmal. Alter, was ist mit meinem Handy los? Man hört doch auf zu. So. Rück. Fahrantrieb und fahr weg. Bremsen natürlich, gute rein. Klar. Und dann den bitte auf den Boden machen. Noch ein bisschen. Das ist noch die. Genau. Wow, der Bus. Richtiger Bus. So, 6 cm. Nach unten. Und Stabis brauchen wir nicht. Sieht überall Käfig da drin aus. Ne, ist scheiße aus. Vor allem die Farbe sieht. Ah, Gewichtsreduzierung machen wir noch. So, Leute.
Ah, dann machen wir noch ein bisschen was am Motor. Also natürlich nicht alles, klar. Auspuffanlage. kW. Kann man schon mal machen. Nockenwellen brauchen wir nicht. Dann haben wir noch Twin Turbos und Luftfilter. Zack. Zack. 83 kW nochmal dazu. Oder haben wir noch Ladeluftkühler? Zack. Kühlung, Funkscheibe brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, ist jetzt ordentlich geil. So. Nein, wird nicht. Einstellung installieren. Kostet wie viel? Ja, kaufen. Ja, 45.000 Credits. Kann man doch mal machen, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so teuer. So, dann. Zack, Upgrades. Tuning, dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen. Nein, nicht nochmal anzeigen. Ob wir den noch ein bisschen. Ja, wir können den tatsächlich noch ein bisschen runterklatschen. Zack. Ja, muss ich speichern. Dann gehen wir mal raus und dann. Ganz geschmeichelos. Ah, hört man nichts, hört man nichts, hört man nichts. Nicht einfach das Ganze mit einem Radio, mit dem, wenn ich den Radiosender im Auto wechselt, dann wechselt es einfach im ganzen Festival den Radiosender. Alles klar. Machen wir ganz gechillt mit. Oh. Oh, sorry. Aber Driver, da sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.